Hallo liebe Angelfreunde, ich bin's, euer Christian und heute wieder am Bach unterwegs. Heute soll's ganz easy mit der Grundmontage auf Fische gehen, auf alles was dabei ist, Döbel, Barben, wer weiß was kommt. Ich habe eine neue Rute dabei, so eine Specialist-Rute, habe ich schon öfter mit geangelt, diesmal in 10 bis 30 Gramm. Dann hier diese Sänger-Taifun-Rolle in 2000er Größe, eine 20er, 0,20er Schnur, Monofil diesmal, ganz einfach also. Und werde damit versuchen, ein paar Fische auf die Schuppen zu legen. Wie ich das mache, das erkläre ich gleich. Würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Viel Spaß! Schnur ist jetzt drauf, auf der Rolle sind noch einige Meter. Das kann man jetzt als Vorfachschnur benutzen oder für Stippmontagen zu basteln. Meistens nehme ich es, um Vorfächer zu binden. Wenn ich jetzt eine kräftigere Hauptschnur fische, eine 25er, dann kann ich hier mit so einer 20er richtig schön die Vorfächer binden. Deshalb nicht wegschmeißen, so eine angefangene Spule, die kann man immer noch mal gebrauchen. So, jetzt montieren wir die Rute eben. Einmal durch alle Ringe durch. Dazu mache ich mir wieder die Bremse schön auf, dann kann ich sauber montieren und der Wind weht mir nicht die Schnur von der Rolle wie mit offenem Schnurfangbügel. Hervorragend, wunderbar. Und dann montieren wir jetzt mal. So, auf die Schnur kommt jetzt ein ganz normales Grundblei, das hat 5 Gramm, hier hat eine Öse oben. Das ziehe ich jetzt einfach auf die Hauptschnur drauf. Es gibt Leute, die noch so einen Anti-Tangle-Boom dran machen oder halt einen Wirbel, damit man das Blei mal austauschen kann. Hier will ich es nicht austauschen. 5 Gramm sind hier optimal an allen Stellen am Bach, auch wenn die Strömung ein bisschen schneller fließt, damit mein Wurm nachher am Boden bleibt. Dafür ist das Grundblei nämlich da. Läuft frei auf der Schnur, hier auf dieser Öse. Da kann sich auch nichts verdrehen oder verdrallen oder sowas. Man könnte natürlich dieses Anti-Tangle-Boom, wenn man am See fischt, auf Zander, empfindliche Fische oder sonst was, damit es sich nicht verwickelt beim weiten Wurf. Aber hier, da plumpse ich ja nur so rein. Deshalb nicht zu viel. Ich habe hier einen 4er Haken. Ich nehme gern etwas größere Haken. Der ist ohne Vorfach. Den kann ich also direkt an die Hauptschnur binden. Ich glaube, irgendwann mache ich mal ein Video, wo ich alle Knoten, die ich benutze oder so, erkläre. Wenn ihr sowas wollt, dann könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall Haken selber an Knoten habe ich früh gelernt, denn es war so, dass meine Vorfachhaken, die ich gekauft habe, mit Vorfach, da war natürlich irgendwann das Vorfach unbrauchbar, weil es verdrallt war oder mir abgerissen oder sonst was oder beim Neumontieren der Knoten kaputt. Und dann habe ich es halt so gemacht, dass ich die Plättchenhaken auch neu geknotet habe. Und das geht eigentlich gar nicht so schwer, wenn man den Knoten einmal kennt. Und das Schöne dabei ist, ihr könnt natürlich auch Plättchenhaken ohne Vorfach kaufen und euch die dann so mit dem Vorfach bestücken, wie ihr wollt. Also auch, wie ich es gerne habe, etwas größere Haken mit einem dünneren Vorfach, weil sowas, ein 6er Haken mit einem 20er Vorfach, das gibt es natürlich im Laden nicht so oft. Die haben meistens dickere Vorfächer, weil die dann zum Karpfenangeln oder sonst was sind. So, der Haken sitzt gut, der Knoten sieht schön aus. So, Schnurreste mitnehmen, egal wie klein sie sind, die gehören nicht in die Umwelt. Das sieht schön aus hier. Da kommt gleich ein fetter Tauwurm drauf, deshalb auch der etwas größere Haken hier. Könnt ihr auch auf die Döbel mit einem kleineren fischen, aber der Vorteil so eines größeren Hakens ist einfach, kleine Fische, untermaßige Fische können leicht ausgehakt werden. Die sitzen meist vorne, man kommt an den Schenkel und kann die aushaken, abhaken. Und größere Köder wie so ein fetter Tauwurm, die passen natürlich auf so einen Haken besser als auf so einen winzigen Haken. So, jetzt würde natürlich das Blei bis zum Haken rutschen, das wollen wir nicht. Deshalb kommt jetzt noch ein kleines Bleischrot dazwischen. Das mache ich so gute 40 cm vorm Haken. Bleischrote haben wir hier. Schönes Bleischrot, was genau die Größe hat, damit das Blei nicht auf den Haken rutscht. Das kommt auf das Vorfach. So, und fertig ist eine ganz einfache Grundmontage. Ihr seht, hier läuft das Laufblei. Der Fisch spürt also kaum Widerstand, hat nur das Bleischrot, was er hinter sich herziehen muss. Das ist leicht. Und hier kommt dann der Haken. Ganz einfach. Fertig ist die wohl einfachste Montage. Noch einfacher wäre natürlich einfach nur ein Haken und dann den Wurm drauf. Aber bei der Strömung hier im Bach ist es leider so, dass der Wurm dann auftreiben würde und nicht richtig zum Grund sinken würde. Und da genau warten die Fische. Deshalb hier ein leichtes Grundblei, 5 Gramm gestoppt durch so ein Schrotblei und den Haken drauf. Und jetzt machen wir einen fetten Tauwurm dran und gucken mal, was hier im Bach so lauert.
Den steche ich auch jetzt an dieser dicken Stelle, steche ich den ein-, zweimal ein, dass er noch schön was zum Zappeln hat hier. So sieht es gut aus. Der Tauwurm bewegt sich schön natürlich, ist jetzt am Haken. Jetzt stelle ich mir die Bremse noch eben ein. Bisschen weiter zu, weil ich will ja auch den Anschlag durchbekommen. So ist das schön. Schnur reißt nicht. Bremse gibt sauber schnurfrei. Und jetzt werfen wir den einfach mal da in die Strömung rein. So, dann halte ich die Rute so fest. Und dann merkt man eigentlich, die Rute ist so sauber in der Bissanzeige und überträgt den Biss hier genau auf das Handteil. So ein schöner Rutenhalter hier, da ist wirklich der Griff frei, dieser Blank. Und man kann dann tatsächlich jeden Biss spüren. Ja, der Biss direkt, der bleibt jetzt leider aus, aber wir haben jetzt auch viel gelabert hier und gefilmt und getrampelt und gemacht. Wir werden jetzt mal eine Stelle weitergehen und da werde ich mich ans Wasser schleichen und dann den Wurm dort platzieren. Meistens direkt, wenn der Wurm ins Wasser fällt, dann gibt es dieses Platsch durch das Blei und den Wurm und sowas. Das lockt die Fische an den Platz, weil das kennen sie. Hier fällt aus den Bäumen Nahrung und dann gibt es auch meistens direkt den Biss. Wenn es nach 30 Sekunden nicht den ersten Biss gibt, wir haben hier noch so viele Meter Bach vor uns und die Sonne geht gleich schon unter, dann gehe ich lieber weiter und versuche es woanders. Ja, ich glaube, wir müssen noch ein Stück weiter gehen. Hier ist noch relativ flach und ganz klar im Moment. Da hinten waren Stellen, die etwas tiefer sind. Ich denke mal, hier werden die Fische bis zum Sonnenuntergang noch in der Uferbefestigung, in den Steinen stehen. Ist schwer, die da rauszulocken. Meistens sehen die Fische mich, bevor ich sie sehe. Das ist schwierig, die dann gezielt anzuwerfen, ohne dass sie da Angst bekommen. Also wenn nichts beißt, kann man auch mal so einen Meter reinziehen und wieder warten. Gerade Döbel oder Forellen, Barsche auch, lockt das an, wenn man den Wurm so kurz vom Grund hochzieht und der dann wieder absinkt. Das ist dann der Moment, wo die Fische dann aufmerksam werden und zubeißen. Die Bisse sehe ich hier direkt über die Rutenspitze. Ich hatte jetzt leider noch keinen. Aber wenn, dann rupft das in der Rutenspitze. Und dann kann man auch beherzt den Anschlag setzen. Ihr hört es vielleicht am Rauschen, ist ein schöner Wasserfall. Das ist immer ein Magnet für Fische, weil dahinter, da ist es schön sauerstoffreich, meistens ausgespült, etwas tiefer und besonders viel Strömung. Das heißt, die Fische haben nicht viel Zeit, um nachzudenken, müssen zuschnappen, sich den Köder packen. Und das ist für uns Angler natürlich gut. Der Fisch kann nicht wie im See 20 Mal drumherum schwimmen und gucken, was ist das? Ist da ein Haken drin oder sonst was, sondern muss einfach packen oder der Köder oder die Nahrung treibt weiter. Vor dem Wasserfall ist es ein bisschen tiefer, da ist natürlich wenig Strömung, sehr klar, da können auch Fische sein. Da muss man sich dann natürlich ein bisschen vorsichtiger bewegen, anschleichen und so weiter. Aber hinterm Wasserfall sind die Fische relativ unbedarft und da probieren wir es jetzt zuerst. Aber ich glaube, heute geht hier nichts. Der Wasserfall hat jetzt nichts gebracht. Fische sind nicht so richtig in Beißlaune. Wir hatten jetzt aber auch den übelsten Temperatursturz. Dies Nacht gab es hier das erste Mal so ein bisschen Bodenfrost. Eigentlich spielt das im Bach hier nicht so eine Rolle, denn da ändert sich die Temperatur natürlich nicht so wie im See. Nur so Mini-Bisse hier. Ich glaube, die Großen haben keinen Bock.
Schlagen wir mal an. Ah, super. Ja, da brauche ich das Netz nicht für nass machen. Ganz winziger Fisch, aber die Hände mache ich mir nass. Oh, so, was haben wir denn da? Einen winzigen Döbel, Leute. Schöner Fisch, aber winzig. Hier im letzten Sonnenlicht. Der große Haken hat schön vorne gepackt, deswegen kann ich ihn toll freilassen. Packen jetzt noch nicht zu viel an. So, Haken raus und frei ist er. Hat geklappt, der Döbel hat gebissen, aber nun eben mal so ein winziger. In der Größe steckt man nicht drin. Ich glaube, wir gehen noch mal eine Stelle weiter, weil hier haben wir jetzt durch den Drill von dem Kleinen natürlich viel kaputt gemacht. Versuchen wir einen Größeren ans Band zu bekommen. Ja, zuletzt war ich hier, das war um die Mittagszeit und da gab es hier wirklich Biss auf Biss und ich habe sehr viele schöne Fische fangen können, leider dann ohne Kamera. Aber so ist das. Vorführeffekt, Kamerafluch, das gibt's ja alles. Heute will es irgendwie nicht so, wie ich mir das vorstelle. Naja, einen kleinen Döbel gab's. Die Montage macht Spaß. Auch das Werfen mit der Rolle ist super und die Rute ist auch toll. Aber die Fische fehlen. Ist auch blöd im November. Ist echt so früh dunkel. Extra ein bisschen früher Feierabend gemacht, um hier noch genug Zeit am Bach zu haben. Aber dann ja, das Montieren und die Anfahrt und alles, dann irgendwie frisst das alles Zeit, die mir dann vom Angeln abgeht. So Leute, was soll ich sagen? Die Sonne ist schon ja, seit einer halben Stunde weg und es ist jetzt gleich stockdunkel. Am Horizont ist noch so ein rötlicher Schweif zu sehen, aber mehr nicht. Deswegen, ich werde jetzt zusammenpacken und nach Hause fahren. Es gab für mich heute einen kleinen Döbel, das ist wirklich ja, fast nichts, aber Fisch ist Fisch. Und es kann immer der Größere beißen. Mit hier dieser ganz einfach aufgebauten Grundmontage. Grundblei, birnenförmig hier, mit so einem Wirbel oben dran auf die Schnur gezogen und ja, einfach nur ein Bleischrot zum Stoppen und der Haken unten drauf. So könnt ihr Fische fangen. Ich habe einen gefangen. Das nächste Mal werde ich auch wieder mehr fangen, versprochen. Mal gucken, ob ich mal wieder bei uns an den See gehe oder nochmal mit Ewald zusammen an den kleinen Fluss. Irgendwo auf jeden Fall, wo mal wieder was Größeres an der Angel beißt und zappelt. Das hat mir auf jeden Fall gut gefallen, die Kombo hat Spaß gemacht, werdet ihr nochmal sehen, werde ich jetzt hier in den Langzeittest übergehen lassen und ja, der Kescher wird hoffentlich beim nächsten Mal nass werden. Ich freue mich, wenn ihr was gelernt habt und ich freue mich natürlich, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt und auch wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal, viel Spaß bei euch am Wasser, fangt viele Fische, dicke Fische und wenn es mal nichts gibt oder nur was Kleines, so wie bei mir, dann verliert auch nicht den Spaß am Angeln, sondern geht raus, seid draußen. Bis zum nächsten Mal, euer Christian.